Herzlich willkommen im YouTube-Kanal von Coffinist.de. Und wie die treuen Follower und Videogucker schon mitbekommen haben, machen wir mit ein paar mehr Jura-Kaffee-Vollautomaten. Und heute gucken wir uns mal die Jura Z6 an, die wir hier stehen haben. Ja. Und du hast dir die jetzt noch gar nicht so viel angeguckt, ne? Nee, ich bin quasi, ich gehe jetzt relativ jungfräulich an die Sache ran. Also ich bin auch gespannt, was du uns so erzählst heute. Alles klar, wir machen auf jeden Fall Getränke. Und zwar machen wir einen Espresso, wir machen schwarzen Kaffee, wir machen einen Cappuccino und wir machen Latte Macchiato damit. Wir benutzen die App, werden nicht ganz so viel über die App sprechen wie bei der Giga 6, weil das die gleiche App ist und da jetzt keine so großen Unterschiede sind. Ich erzähle euch aber ein bisschen was zu den Getränken und wie ich die eingestellt habe und warum. Und dann gehen wir einfach mal das Gerät so durch, dass ihr einen guten Überblick da bekommt. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Also erstmal muss ich ja ein Lob für Jura aussprechen, dass Jura kurze, einfache und brauchbare Gerätenamen hat, wie ich finde. Weil so Z6, das kann ich mir merken, das ist irgendwie... Giga 6. Giga A1 6. ist eigentlich am besten. A1 ist super und dann weiß ich, dass wir auch schon mal ein Z8 getestet haben. Alle anderen Jura-Tests, die wir schon gemacht haben, verlinke ich euch hier drunter auch in der Beschreibung. In der Infobox hier packe ich euch auch das Testvideo von der Giga 6 und von der Z8, das können wir machen. Und wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen was zu der Z6. Vielleicht noch ganz kurz, wir werden ja auf jeden Fall auch noch sehr spannende Vergleiche nicht nur quasi mit De'Longhi-Geräten haben, sondern uns auch noch natürlich Nivona-Geräte angucken und dann auch die verschiedenen Marken nochmal ausführlich vergleichen. Das heißt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr natürlich auch auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Auch in den verschiedenen Preisklassen gucken wir uns das an und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hinter uns ist alles vollgestapelt mit ganz großen Nivona-Kartons. Und die werden wir dann auch noch mal auspacken. Die sind jetzt alle noch... Oh, das ist immer so schwer, die Folge. Die sind jetzt noch alle verpackt. Das werde ich heute mal auspacken. Ich wurde auch schon mal gefragt, ob wir nicht Unboxing-Videos machen können. Nö. Also, das ist, also ich würde das gerne machen, aber das ist... Ich weiß, dass die meisten... Wir haben das schon mal eine Zeit lang gemacht und die meisten fanden das dann zu langweilig. Und deswegen werden wir das leider nicht machen. Aber auf Instagram, wenn ihr mir da folgt, da mache ich manchmal so ein paar Fotos beim Auspacken. Den Instagram-Kanal verlinke ich euch hier unter auch nochmal. Da könnt ihr mir auch folgen, da freue ich mich. Aber wir fangen jetzt einfach mal an, ein paar Getränke zuzubereiten. Und hier haben wir die App. Und die App werden wir jetzt gar nicht so genau vorstellen, weil die haben wir schon mal in einem anderen Video bei der Giga 6 uns ganz genau angeguckt. Und ich habe jetzt eine Playlist hier erstellt. Und die fangen wir jetzt einfach mal an abzuspielen. Wozu braucht man eigentlich eine Playlist? Ja, das ist eine gute Frage. Wozu braucht man so eine Playlist? Ist zum Beispiel ein guter Anwendungsfall, wenn man Heiligabend vor seiner Familie mit seinem 2.000 € Kaffee-Vollautomaten angeben will. Und welches Getränk möchtest du? Und welches Getränk möchtest du? Und welches Getränk möchtest du? Also für mich ist es so ganz praktisch, weil ich da die Einstellung ganz gut speichern kann. Und dann kann ich die jetzt so abspielen für das Video. Und es gibt bestimmt so ein paar Anwendungsfälle, wo das ganz nett ist. So, also brauchen und, also brauchen, weiß nicht, ob brauchen das richtige Wort ist, haben aber... ist besser als brauchen. Ja, schadet auf jeden Fall nicht. Wir machen jetzt aber mal einen Espresso und wir haben natürlich einen guten Kaffee benutzt, nämlich unseren eigenen, den wir auch verkaufen. Jo. Und der ist halt extra dafür entwickelt worden, dass er gut im Vollautomaten funktioniert und der ist halt auch gut für schwarzen Kaffee und Espresso, aber auch für Milchgetränke. Und das ist halt auch ganz wichtig, weil selbst wenn ihr... super viel Geld für einen Vollautomaten rausgebt. Nur wenn ihr oben was Gutes reinkippt, kommt unten auch was Gutes raus. Uns finden ja auch viele Menschen, die von Kapselkaffee auf Kaffee-Vollautomaten umsteigen möchten. Da haben wir auch schon viele Kommentare gehört, dass denen der Kaffee also auch besonders gut schmeckt. Und es ist natürlich von uns auch immer sehr unterstützenswert, wenn man von Kapselkaffee wegkommen möchte und quasi in einen Vollautomaten plus dem Kaffee investiert. Wir gucken uns jetzt hier einmal eine App an, wie ich den Espresso eingestellt habe. Ich habe ihn jetzt auf 35 Milliliter eingestellt. Die schreiben ja in der App immer Wassermenge. Ich habe die Temperatur bei dem Espresso hoch eingestellt. Das könnt ihr euch mal merken, weil bei dem Kaffee mache ich das ganz anders. Und ich mache jetzt nur einen einfachen Bezug an. Und dann drücke ich hier mal beim Espresso auf Play. Dann könnt ihr euch das Mahlwerk anhören. Es gibt ja immer diesen 3-Sekunden-Puffer. Ja, was sagst du zur Lautstärke? Ja, Lautstärke ist auf jeden Fall mittellaut, also weder besonders leise noch besonders laut. Wir haben natürlich diverse Spektren hier schon gehabt, über 30 Vollautomaten getestet. Ganz leise sind natürlich die Siemens-Geräte, sehr gedämmt und
relativ laut. Tja, richtig laut ist eigentlich kein Gerät. Ne? Es gibt natürlich Geräte, die so ein bisschen mehr so schrammeln oder die so ein höheres Geräusch haben. Und, aber hiervon wird definitiv jetzt keiner morgens irgendwie im Haushalt geweckt, wenn man ihn anschmeißt. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie es arrangiert ist, glaube ich. Ja gut, wenn man in einer Altbauwohnung wohnt, mit Parkett und überall Schalt ist, dann könnte es vielleicht schon auch noch ein bisschen dann durchwabern. Also, das ist, ich habe das mal nachgemessen jetzt in letzter Zeit, bei der Jura A1, bei der Giga 6 und bei der Z6 und die sind alle sehr ähnlich laut. Das ist, ich habe 69, irgendwas Dezibel jeweils gemessen und jetzt bei der Z6 war es von den drei Geräten das leiseste. Da habe ich 69,4 gemessen, bei der Giga 6 waren es 69,9 und bei der A1 waren es 69,8. Also die sind alle sehr ähnlich laut und wenn ihr da mehr Geld ausgebt, also euch ein teureres Gerät kauft, selbst das teuerste Gerät, die Giga 6, dann für über 3000 Euro, wird nicht leiser, dadurch, dass ihr mehr Geld ausgebt. Mhm. Und wir probieren jetzt mal den Espresso. Ich habe ihn dir da schon hingestellt, hast du gesehen. Sehr gut. Guter Service. Sieht gut aus. Und ich habe ja auf die heißeste Stufe ihn eingestellt und der hat jetzt genau die richtige Temperatur, den kann man auch sofort trinken. Der ist jetzt aber auch echt nicht, also den wirst sogar du mögen, der ist dir jetzt auch nicht zu kalt. Also da würde ich echt empfehlen, auch die höchste Temperaturstufe für Espresso. Ich rieche auf jeden Fall schon die Schokolade. Die kommt schon im Geruch sehr gut durch. Und dazu muss man sagen, ich bin halt eigentlich kein Espresso-Trinker, aber sowohl die Temperatur als auch richtig diese, also die Süße, die dann dabei durchkommt, finde ich also besonders klasse. Das kann man echt wunderbar anbieten. Sehr gut. Und jetzt machen wir mal den Kaffee, ne? Ich fand den auch echt, also schön vollmundig. Ja, sehr vollmundig. Dann gucken wir uns das hier mal an. Ich habe 120 Milliliter eingestellt. Das würde ich eigentlich auch immer machen. Ich glaube, ich mache noch mal eine halbe Bohne weniger. Ihr habt ja 5 Bohnen, die ihr insgesamt einstellen könnt. Und wenn man jetzt hier nach oben wischt, dann kommt man hier noch mal in diesen Bereich rein. Da ist jetzt die Temperatur auf normal eingestellt. Ich möchte die aber auf niedrig stellen, weil bei schwarzem Kaffee wird mir der oft zu heiß und das mag ich dann nicht so gerne. Es läuft ja nochmal einfach mehr Wasser durch. Ne? Genau, mehr heißes Wasser und das braucht ja auch mal ein bisschen eine Zeit und dann wird es immer heißer und deswegen finde ich bei schwarzem Kaffee niedrig eigentlich immer ganz gut. Und das probieren wenn wir jetzt mal aus. Wenn ihr natürlich so seid wie ich und auch noch einen Schuss Milch reinmacht, so, dann könnte es natürlich in einer etwas heißeren Einstellung auch noch ganz gut sein. Ja, das ist halt von, man kann es natürlich auch abkühlen lassen, so es ist halt von der Extraktion her und vom Kaffeebezug ist es eigentlich auch schöner, wenn das halt nicht so kocht richtig. Ja. Wir machen jetzt den nochmal auf Play. Und dann geht's wieder los. Habe ich schon erwähnt, was er kostet? Nee, ne? Ja, das ist bei Jura dann durchaus dann doch immer noch eine interessante Frage, weil wir haben ja schon ein relativ breites Spektrum an Preisen auf jeden Fall, was Jura anbietet. Also diese Jura kostet im Moment, oder ich habe die gekauft bei Mediamarkt für 1849 Euro in dieser Version mit diesem Edelstahl-Look. Und die gibt es auch noch in Schwarz und da in Schwarz kostet die 100 Euro weniger, also 1749 Euro. Gibt es jeweils bei Mediamarkt und Saturn, die gehören noch zusammen zum gleichen Preis, habe ich gesehen. Verlinke ich euch hier drunter auch nochmal, wenn ihr euch die da direkt angucken oder kaufen wollt. Und von der App und den Getränken her ist es jetzt wirklich sehr ähnlich wie bei der Giga 6. Und wir werden nochmal ein Vergleichsvideo zur Z8 machen. Was man da auch nochmal sagen muss, ich glaube, Jura hat gerade die Jura Z10 präsentiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob das schon offiziell oder intern ist. Hat mein Händler erzählt, dass es da gerade, die machen ja aber schon so ganz geheimen Räumen irgendwelche Präsentationen mit ihren Fachhändlern, wo sie dann sagen, wie toll die neuen Geräte sind. Und da habe ich jetzt noch nicht so viel von gesehen von der Z10. Was ich aber gelesen habe, ist, dass ein Feature oder das Marketing-Feature dafür sein soll, dass sie Cold Brew Coffee machen kann. Und da geht bei mir erstmal so ein bisschen der Grütze-Detektor an, weil Cold Brew und Vollautomat passt meiner Meinung nach überhaupt nicht zusammen. Muss ja eigentlich ein Filter also, sein, oder? Ja, so. Muss man eigentlich auch am besten 24 Stunden, mindestens 12 Stunden stehen lassen, damit das gut wird. Und ist erstmal so ein bisschen so, also finde ich, hört sich komisch an. Aber wie immer, wir werden das einfach ausprobieren und gucken, ob es halt Bullshit ist oder ob was dran ist. Intuitiv gehen bei mir so ein bisschen die Alarmleuchten an, wenn ich Cold Brew aus dem Vollautomat höre, weil das hört sich eher so an, als ob der Hersteller hier so ein Buzzword ausnutzen will, weil das gerade trendy ist, als dass das dann wirklich Sinn macht. Aber wir beurteilen die Sachen ja immer erst, wenn wir sie haben. Und
Ja, nochmal vielleicht bezüglich Look. Also wir haben halt einen Edelstahl-Look. Es sieht auf jeden Fall edel aus. Es ist natürlich wohl bemerkt nur ein Look. Es ist jetzt kein ein echtes Edelstahl quasi. Aber es macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Wir haben hier an der Seite einen relativ großzügigen Wassertank. Und der hat sogar eine Beleuchtung. Und der hat sogar eine LED-Beleuchtung. Also das macht schon was her. Guck mal, ist der jetzt heiß genug? Ja, ich teste mal. Man kann, glaube ich, die Farbe jetzt von der LED, glaube ich, nicht einstellen. Das habe ich nicht ausprobiert. Also es ist quasi in Blau, aber trotzdem ist es dann auf jeden Fall edel, würde ich sagen. Es gibt auch eine etwas ältere Version von dem Z6, der dann andere Tasten hat. Die sind ja so ein bisschen länglich. Die erinnern so ein bisschen an so ein... Ja, so ein Neubau. Temperatur ist gut. Neubau-Klingel, ja. Finde ich, so von außen vom Haus. So. Sieht so ein bisschen wie so eine Klingel aus an so einem Neubau, wo dann ganz viele Doktortitel an den Klingelschildern dran stehen. Aber ich finde, der sieht eigentlich so ganz nett aus. Vom Format gefällt er mir auch gut. Und ich finde halt sogar, dass wenn man ihn so ein bisschen abklopft und so anfühlt, dass er sich auf jeden Fall hochwertiger anfühlt als die Giga 6. Hm. Du hast auch noch was sehr Interessantes gesagt und das stimmt. Meiner Meinung nach auch. Also war, es heißt, halt, war heiß genug, ne? Ja, habe ich also gesagt, war heiß genug. Könnt ihr ruhig, wenn es für Mauri sogar heiß genug ist, ja, dann auf die niedrigste also Temperatur einstellen. Also unbedenklich. Du hattest was Interessantes gesagt, als du das Gerät getestet hast, und zwar, dass man den Look dieser Maschine, die gefällt einem immer besser, je länger man sich damit beschäftigt. Und je länger man sie anguckt, wird sie eigentlich immer schöner. Und das, beziehungsweise sie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ja, das stimmt, ich weiß, was du meinst. Also ja, es ist halt, man kann es richtig, man schätzt es dann irgendwann richtig wert. Auch, dass jetzt die Front beispielsweise hier etwas, man sieht es auf der zweiten Kamera, da auch ein bisschen geschwungen ist. Es sind halt einfach so ein paar Ideen, die man so häufig bei Vollautomaten eigentlich nicht sieht. Kein Touch-Display, sondern ja, das müsst ihr über die Knöpfe und diesen Rotary-Dings bedienen. Das Teil erinnert mich ja immer total an meinen ersten iPod, den ich irgendwie 2003 oder so hatte. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich von der Bedienung her etwas gewöhnungsbedürftig, dass dieser Rotary halt eben oben drauf auf der Maschine ist. Normalerweise findet man den halt direkt neben oder unterm Display. Also, dass man noch das Feedback halt quasi irgendwie dichter beim Display hat. Mhm. Aber das ist halt eine Sache von 5 Minuten, dann hat man sich auch daran quasi gewöhnt. Und ich muss sagen, so finde ich jetzt, das vermisse ich auch kein Touch-Display. Ich habe den jetzt ein bisschen bei der Bedienung benutzt. Und bei der Giga 6 war das so, dass das ein bisschen lahm reagiert hat. Das hat mich da eher aufgeregt. Ehrlich gesagt sind mir halt keine Touch-Displays fast lieber, einfach weil es liegt einfach in der Natur der Sache, dass Kaffee-Vollautomaten-Hersteller jetzt keine iPhone-Displays verbauen, die halt super responsiv sind, sondern halt die einfach träge sind. Was heißt responsiv? Naja, dass die eben schnell ansprechen, dass man keinen, jetzt wollte ich Delay sagen, aber das wäre nicht auch so schon viele Anglizismen, das die ist verboten. Du bemerkst keine Verzögerung, wenn du das Display bedienst auf dem iPhone oder auf dem Samsung Galaxy zum Beispiel. Und bei Vollautomaten-Displays ist halt einfach immer eine Verzögerung da. Und da habe ich halt lieber dieses befriedigende Geräusch und dieses haptische Gefühl, wenn man eben einen Knopf drückt. So, deshalb gefällt mir das hier eigentlich, ist eigentlich gut gelöst. Mhm. Und auch die Knöpfe kann man gut finden und bedienen. Auch vielleicht, wenn man jetzt gerade vielleicht auch ein paar Sehprobleme hat oder eine Sehbehinderung hat, ist es hier auf jeden Fall auch noch bedienbar. Ja, ich glaube, viele können dann auch tatsächlich so eine App ganz gut benutzen. Weil die ja auch auf dem Handy kann man, glaube ich, so Sprachbefehle geben und so, kenne ich mich jetzt aber auch nicht so aus. Ich drücke jetzt nochmal einen nicht physischen Knopf, nämlich den auf meinem Handy, und mache nochmal hier Cappuccino. Ja, ich sehe das genau, was in der Playlist drin ist, war hier, wenn ich auf den anderen Monitor gucke. Mal. Das wollte ich eigentlich nochmal niedriger einstellen. Ja. Also die Kaffeestärke war schon okay, die wollte ich so lassen. Die Wassermenge. Damit ist gemeint Espresso-Menge. Das finde ich wie immer noch ein bisschen komisch, dass da Wassermenge steht, weil Espresso-Menge gemeint ist. Milchschaum 14 Sekunden, da haben wir wieder das Problem, dass man gucken muss, wie viel 14 Sekunden sind. Ich habe das jetzt ausprobiert, das müsste passen. Mal eben auf Speichern und dann Play. Und dann geht das los. Dann geht's wieder los. Ja. Irgendwann müssen wir uns mal was mit unserem Lager überlegen. Wir haben jetzt im Lager zu viele Vollautomaten. Entweder brauchen wir neue Regale oder ein neues Lager oder beides.
Ja, und meiner Ansicht nach hat dieses Gerät auch einen Lüfter, der halt verbaut ist, der aber wirklich dann doch eher selten anspringt. Also jetzt beim Milchbezug hat man kurz einmal gehört, wie der angegangen ist. Ich weiß nicht, ob das auf dem Video auch hörbar ist, aber es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie jetzt konstant läuft und irgendwie wie so ein alter Computer aus Ende der 90er Jahre, der ständig rumlüftet und den man am besten in eine Schallschutzkammer stellt. Was man auch noch mal dazu sagen muss, ist, dass sich wirklich extrem viele Zuschauer über die letzten Jahre ein Video mit der Z6 gewünscht haben von uns. Ich habe ganz, ganz viele E-Mails und Anfragen bekommen und wir sind froh, dass wir das jetzt endlich den Wunsch erfüllen können. Es ist sogar so, dass wenn man bei Google so eine Suche macht und beim Google dann eingibt Jura Z6, dass dann sogar Coffiness noch als Vorschlag von Google gemacht wird, weil so viele Leute schon geguckt haben, ob wir dazu mal was geschrieben haben. Das heißt, haben. Den Wunsch erfüllen wir jetzt quasi. Ja, selbst Google und dabei weiß ist schon, auch dass immer, ihr das noch, wünscht. Immer noch mein Lieblingsmoment quasi, der eines Kaffee-Vollautomaten, wenn man das Milchgetränk bezogen hat. Man sieht immer noch, wie das so ein bisschen hier so an den Ecken runterläuft, wie so beim guten Wein, den man einmal so im Glas schwenkt und dann sieht man halt die, ich weiß gar nicht, wie heißt denn das auf Deutsch, sag mal auch Beine, die dann so runterlaufen im Weinglas. Wie auch immer, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und dann noch halt ja, diese schöne... Leck, sagt man, ne? Ja, ich ja, weiß es nicht gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man das auf... Bestimmt auf Deutsch gibt es dann noch irgendwie ein anderes Wort. Aber das ist auf jeden Fall hier eigentlich ein Träumchen. So, sehr ich mache jetzt Milchschaum. Einfach schon mal den Latte Macchiato an. Ja, Latte Macchiato, dann können wir es auch nochmal vergleichen. Da wollte ich auch nochmal zeigen, da habe ich die Temperatur jetzt nämlich hoch eingestellt und da habe ich jetzt die Bohnenstärke auf 4 von 5 und die Milchmenge habe ich ein bisschen runtergestellt, die war voreingestellt mit 4 Sekunden, die habe ich auf 2 Sekunden und ich habe 35 Sekunden Milchschaumbezug gemacht. Da mache ich jetzt mal eine Sekunde weniger, weil das war in meinem Test vielleicht ein Hauch zu knapp. Jetzt habe ich so viel vom Getränk geschwärmt. Die Frage ist, ob ich jetzt schon probieren darf. Ja, darfst du? Ja! Ich darf so, probieren. Und dann mache ich hier Speichern und drücke schon mal wieder Play. Ist das okay? Ja. Also ich muss sagen, ich bin auch vom Jura Milchschaum, also bin ich durchaus überzeugt. Da hatten wir schon also Geräte, die durchaus... sehr viel schlechter performt haben. Und vor allem auch die Menge des Milchschaums ist jetzt für so einen kleinen Cappuccino echt super angemessen. Fast 2 Finger breit, würde ich sagen. Also gefällt mir richtig gut. Und auch die Feinporigkeit des Schaums. Das heißt, man hat zwar schon festeren Schaum, aber es ist jetzt nicht so dieser Zementschaum. Bauschaum. Wo du quasi so mit voller Wucht einen Keks draufschmeißen kannst und dann bleibt er quasi so stecken. Also man kann auch jetzt wieder bei dem Latte Macchiato die Pause einstellen. Das heißt, ja. Nach dem Milchschaumbezug macht er jetzt wieder ein bisschen Pause. Das werdet ihr dann, glaube ich, auch in der App sehen. Was ich ein bisschen schade finde auf dem Display, ist, dass er jetzt beim Milchschaumbezug zum Beispiel auch nicht die Sekunden runterzählt. Da steht dann einfach nur, er macht jetzt 14 Sekunden oder 34 Sekunden Milchschaum. Es wäre ja schön, wenn man sehen würde, bei welcher Höhe dann welche Sekunden erreicht sind, damit man ein besseres Gefühl dafür bekommt. Weil diese Sekundenangabe ist ja sowieso sehr abstrakt. Da kann man sich ja wenig drunter vorstellen. Ja. Da wäre so Milliliter oder Gramm ja so ein bisschen intuitiver. Und jetzt wartet er. Das sieht man jetzt auf der App gar nicht. Ich dachte, das sieht man noch auf der App, dass er jetzt wartet. Naja, was meinst du? 1850 Euro? Ja, ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Man bekommt auf jeden Fall alles das, was man halt in so einer Preisklasse erwartet. Ne? Also man hat einen hochwertigen Vollautomat. Kein Touch-Display. Gut, das könnte man tatsächlich eventuell mittlerweile erwarten. Also wer das mag, der wird es hier nicht finden. Aber durchaus die Optik spielt mit. Das heißt also bei dem Gerät sieht man halt auch einfach, dass man das Geld dafür ausgegeben hat. Es war gut, dass ich die eine Sekunde noch runtergestellt habe. Den kannst du jetzt aber auch schon mal schnappen. Ja, den schnappe ich mir auch schon mal. Und ansonsten, wir haben ja auch schon gesagt, dass die Getränkequalität an sich jetzt eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob du jetzt eine Giga 6 kaufst oder ob du die Z6. 8. Das ist jetzt 6? 6. Und wir haben aber auch schon genau. Getestet. Also es macht quasi die Getränkequalität, das Getränk wird nicht doppelt so gut, nur weil man jetzt doppelt so viel Geld für die Giga 6 ausgibt. Und das ist ja dann doch schon was, wo sich der ein oder andere dann nochmal überlegt, ja, brauche ich jetzt wirklich 2 getrennte Mahlwerke, die man auch unterschiedlich aussteuern kann? Der Vorteil ist halt noch, dass ihr den
dass die Mahlwerke da auch elektronisch verstellen müsst. Das heißt, hier habt ihr so ein Rädchen. Oh, zum Mahlgrad habe ich noch gar nichts gesagt. Den Mahlgrad habe ich nicht auf der feinsten, aber auf der zweitfeinsten Stufe eingestellt. Da haben mir jetzt die Getränke eigentlich alle am besten gefallen. Und ja, probiere ruhig schon mal. Ja, also wir haben ja auch, also ich würde sagen, solide drei Finger. Das ist also der Fingertest. Das ist mein Finger. Das ist IKEA-Glas-Test natürlich bestanden. Das heißt, ein IKEA-Glas passt halt wunderbar drunter. Und auch nochmal hier mein Drei-Finger-Test quasi, also mit meinen Würstchenfingern hier, passt es auf jeden Fall auch noch ziemlich gut. Und Milchschaumqualität hatte ich ja eben schon beschrieben. Ja. Und wir haben hier auch wieder diesen, bei dem Fach für gemahlenes Kaffeepulver, haben wir hier wieder diesen Rüssel, den man rausziehen kann. Das finde ich aus hygienischen Gründen ganz gut. Nichtsdestotrotz, ich würde davon abraten, das Kaffeepulverfach zu benutzen, weil meistens wird die Qualität da einfach dann doch nicht so gut von den Getränken. Das wäre natürlich auch cool, wenn das jetzt wieder reingeht. Ja. Also ich finde das echt toll. Der Milchschaum ist wirklich, also ich bin da wirklich begeistert von. Das ist echt ein super, super Milchschaum. Jetzt mal zum Beispiel im Vergleich zum Liter Caffeo Barista. Da hatte ich das Gefühl, dass der Schaum noch ein bisschen fester ist. Also quasi, wenn man jetzt eher so auf festeren Milchschaum steht, sollte man sich den vielleicht nochmal angucken. Gut, der kostet auch 800-900 Euro weniger. Da hat mir der Milchschaum auch sehr gut gefallen. Auch drei Finger. Aber wir werden halt auf jeden Fall nochmal, es ist auch mal ein bisschen schwierig, sich daran gut zu erinnern. Wir werden Vergleichstests machen in den gleichen Preisklassen mit Jura, Nivona, De'Longhi, Melitta-Geräten und was wir sonst noch hier rumstehen haben. Und dann nochmal so den direkten Vergleich machen. Dann kann man dazu noch ein bisschen mehr sagen. Wir werden auch nochmal mit der Z8 einen direkten Vergleich machen. Wir werden nochmal mit der Z10, wenn wir die dann irgendwann haben, einen Vergleich machen. Und uns das nochmal ganz genau mit diesem komischen Cold Brew angucken. Mit dem Cold Brew. Also das finde ich auch seltsam. Und ansonsten ist es jetzt halt, wenn du hinter dem Gerät stehst und die App benutzt, jetzt wirklich kein so großer Unterschied, welchen Jura-Vollautomaten du gerade vor dir hast. Die Getränke sind jetzt wirklich sehr ähnlich geworden, glaube ich, aber wir werden da nochmal den direkten Vergleich machen. Ich wollte gerade sagen, lass uns doch nochmal die Brühgruppe rausnehmen. Die ist fest verbaut und das ist ja mal ein sehr umstrittenes Thema. Oh ja. Und wir haben jetzt einen Langzeittest gestartet, dazu gibt es auch noch ein Video im YouTube-Kanal, das verlinke ich euch hier drunter auch nochmal, wo wir von Jura ein Gerät und von Krups ein Gerät benutzen, ein Jahr lang versuchen jeden Tag die zu benutzen, natürlich immer sauber machen und nach Pflegeanleitung reinigen und so weiter. Und nach einem Jahr werden wir die mal auseinandernehmen und mal gucken, was an diesen ganzen Gerüchten zu fest verbauten Brühgruppen wirklich dran ist. Weil ich finde es immer gut, wenn man Sachen wirklich lange selber probiert und getestet hat und nicht einfach irgendwas dazu erzählt. Und jetzt können wir noch nicht so richtig seriöse Auskünfte dazu geben. Die Schimmelzucht bei uns im Büro. Ja, nee, das glaube ich eigentlich ja nicht. Aber wir werden ja mal sehen, wie das dann nach einem Jahr aussieht. Und deswegen machen wir so einen seriösen und nicht so einen alarmistischen Test. Und ja, ich glaube, das war zu diesem Gerät eigentlich schon alles, was wir dazu sagen können. Und der hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen. Ich finde den ganz, ganz nett, so vom Format her. Gibt es vielleicht auch mal irgendwo im Angebot, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe die Preise nicht so beobachtet. 1850 Euro ist natürlich schon ein ganz schönes Commitment. Aber der kann auf jeden Fall mit anderen Geräten aus der Preisklasse mithalten. Auf jeden Fall. Und wir werden den auch nochmal direkt mit dem Siemens Eco 9 vergleichen. Da weiß ich, dass viele immer überlegen, welchen sie jetzt nehmen. Dieser Vergleich bietet sich auf jeden Fall an. Und ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal wieder dabei. Und schreibt fleißig Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ciao.